Neues Chaos in Sachen Brexit. Es kann sein, dass morgen diese so scheinbar alles entscheidende Abstimmung im britischen Parlament gar nicht so entscheidend ist, wie man dachte. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Woran liegt das? Das liegt am sogenannten Letwin Amendment. Schauen wir uns erstmal an, was damit gemeint ist. Zunächst mal, wer ist dieser Letwin? Das ist Oliver Letwin, der war Staatsminister beim Premierminister Cameron, hat da an jeder Kabinettssitzung teilgenommen, ist also durchaus ein hohes, prominentes Tier innerhalb der Konservativen. Der war allerdings nicht einverstanden mit der Herangehensweise von Boris Johnson und ist deswegen wie 20 andere Tory-Abgeordnete ausgeschlossen worden aus der Fraktion der Konservativen. Jedenfalls hat der ein Amendment formuliert, das morgen wahrscheinlich zur Abstimmung kommt. Und Labour hat gesagt, wir werden dafür stimmen. Und das könnte ein echter Gamechanger sein, denn es würde bedeuten, dass möglicherweise das, was da morgen im britischen Parlament passiert, gar kein sogenanntes Meaningful Vote ist, also keine bindende Abstimmung. Denn wenn dieses Letwin Amendment durchkommt, würde es bedeuten, dass die britische Regierung erstmal die legislativen Voraussetzungen schaffen muss für den Brexit, bevor sie überhaupt das Recht hat, diesem Brexit-Deal zuzustimmen, respektive auch das Parlament. Das heißt, wir würden dann so oder so sehen, dass der 31. Oktober nicht der Austrittstermin der Briten wird. Egal, ob es zu dieser Abstimmung kommt, wie diese Abstimmung laufen wird, wenn dieses Letwin Amendment durchgesetzt werden wird und die Wahrscheinlichkeit, dass die Briten wirklich dann am 1. November aus der EU raus sind, wird immer, immer geringer dadurch. Wenn dieses Amendment angenommen wird, dieses Letwin Amendment, dann würde es bedeuten, dass wirklich die ganze Geschichte sich noch viel weiter nach hinten zieht. Die Situation oder die Labour-Abgeordneten werden dafür stimmen. Einige Konservative, jene werden dafür stimmen, die sagen, naja, ich bin schon grundsätzlich tendenziell für den Brexit. Lass uns das Ding hier mal beenden. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir einen No-Deal-Brexit ausschließen. Das wäre damit passiert. Und wir würden damit eben dann erstmal die Voraussetzungen, die legislativen Voraussetzungen schaffen müssen, sauber vorbereiten müssen, bevor man überhaupt dann gegenüber der EU zustimmungsfähig wäre. Und das ist ein echter Gamechanger, das würde die Situation völlig verkomplizieren. Angela Merkel hat heute schon mal die Position der Europäer wieder mal ein bisschen geschwächt, indem sie gesagt hat, naja, so oder so, egal wie das britische Parlament abstimmt, es wird so oder so eine Verschiebung des Termins geben müssen. Macron hat dem entschieden widersprochen und gesagt, keine Verschiebung. Der will ähnlich wie Juncker eben das britische Parlament jetzt unter Druck setzen, damit da wirklich was passiert, damit die sich der Schwere der Entscheidung auch bewusst sind. Also es ist innerhalb der EU ein Chaos, es ist in Großbritannien ein Chaos. Das kann man wohl nicht anders formulieren. Schauen wir mal in die USA, was hier der Fall ist. Zunächst mal haben wir heute nochmal Fed-Speaker gehabt, also Sprecher der Fed wie Robert Kaplan, den Sie hier sehen, von der Dallas Fed, der eigentlich ein dovisches Mitglied, einer, der eher für Zinssenkungen ist, tendenziell eher auf der dovischen Seite eben ist. Und der hat gesagt, naja, wir sollten vielleicht besser abwarten, bevor wir hier entscheiden, nochmal die Zinsen zu senken. Die Wall Street geht aber da fest davon aus, angesichts der Fed Fund Futures, die eine Wahrscheinlichkeit von über 80% einpreisen, das ist am 31., auch am 31., wie beim Brexit, da ist ja die Fed-Sitzung, dass es da eine Zinssenkung geben wird. Kaplan eher, wie gesagt, auf der dovischen Seite sagt, naja, besser mal abwarten. Heute hat sich auch Richard Clary da geäußert, Fed-Vize, der gesagt hat, ja, Wirtschaft ist gut, aber Ausblick wird immer unsicherer, Risiken nehmen zu. Das ist sozusagen dieser Powell-Speak, so schauen wir mal, da sehen wir schon weiter, nichts gewiss weiß man nicht. Das wären vielleicht so Sinnsprüche für die Fed derzeit. Also es ist nicht wirklich sicher, dass die US-Notenbank jetzt dann die Zinsen senken wird am 31. Ist die Wirtschaft wirklich so robust, wie die Fed sagt, wie zum Beispiel Richard Clary da heute gesagt hat? Vielleicht nicht, wie Carl Quintanilla hier von CNBC zeigt, der nämlich nachweiste, dass wir hier zunächst mal gar nicht so wirklich robuste US-Konsumenten haben. Das ist ja das große Mantra an der Wall Street. Oh, guckst du, der Konsument, der steht super da. Ich hatte gestern auf eine Umfrage verwiesen, dass 44% der Amerikaner sagen, wir werden jetzt erstmal weniger Geld ausgeben, weil wir eben eine Rezession erwarten. Und wenn wir uns mal die Einzelhandelsumsätze anschauen, die Ausgaben eben der Konsumenten, da sind die im Vergleich zum Vorjahr immerhin um 3,2% gefallen. Also so doll steht der Konsument nicht mehr da und vielleicht auch nicht die Unternehmen in den USA. Denn wir sehen hier die lange invertierte Zinskurve in den USA zwischen der 10-jährigen und der 3-monatigen Staatsanleihe. Und die sind ein Frühindikator für das, was mit den Unternehmensgewinnen passiert. Und wir sehen hier,
Zinskurve massiv nach unten, die Unternehmensgewinne aber noch relativ weit oben. Die haben eine gewisse Vorlaufzeit von 2 Jahren. Das würde bedeuten, dass wir in den nächsten Quartalen dann ganz schwache Zahlen eben der US-Konzerne sehen würden. Auch das wäre dann ein Gamechanger für das Narrativ, das ja sagt, okay, drittes Quartal war vielleicht ein bisschen schwach, aber dann in 2020, da haben wir dann Gewinnsteigerung wieder von 10%. Das ist derzeit die Konsenserwartung. Die könnte viel zu optimistisch sein. Was haben wir noch? Ah, wir haben noch die Trump-Advisor, also die Berater von Donald Trump, wie hier Larry Kudlow, die am 8. Oktober, wie heute bekannt wurde, wie das Wall Street Journal berichtet, eine Sitzung abgehalten haben mit Donald Trump, wo sie ihm klargemacht haben, die Zölle gegen China, die können dazu führen, dass die US-Wirtschaft sich weiter abkühlt. Und das wäre doch schlecht für dich, Donald, wenn du im Jahr 2020 wiedergewählt werden möchtest, dann könntest du ein Problemchen haben. Und ein Problem hat auch der Geldmarkt in den USA, wenn wir uns diese Grafik mal anschauen. Das wollte ich nicht zeigen, sondern die Grafik hier. Das ist das, was am Repo-Markt derzeit passiert. Es ist so, dass die Fed jeden Tag Milliarden in den Markt pumpt und die Banken saugen auf, saugen auf, saugen auf. Und es gibt immer wieder neuen Bedarf, obwohl die Fed da massiv am Start ist. Also man kann sagen, ohne die Fed hätte der Geldmarkt in den USA ein massives Problem, wenn die nicht immer wieder reinspritzen würde. Und wenn der Geldmarkt kollabiert, dann ist sozusagen Dunkeltoten, dann sieht es ganz finster aus. Schauen wir uns mal an, was Mario Draghi heute kurz vor seinem Abschied nochmal gesagt hat. Der hat gesagt, naja, einige Marktsegmente sind ein bisschen überbewertet. Naja, so langsam scheidet er aus dem Amt aus. Heute ist erstmals offiziell klar geworden oder beschlossen worden, dass Lagarde offiziell auch jetzt die Nachfolgerin ist von Mario Draghi. Da kann man vielleicht schon mal so ein bisschen mehr die Wahrheit sagen. Und bums, das hat die Aktienmärkte so ein bisschen beeindruckt, was es im Mario gesagt hat. Apropos Aktienmärkte, schauen wir uns mal hier die Situation an Tech-Werte. Die Charts von Capital.com, das wissen Sie, die Tech-Werte schwach hier, der Nasdaq 100. Meine These ist, wir dürften jetzt, weil die Fed eben die Zinskurve versteilt, absichtsvoll versteilt, eben dann eher steigende Finanztitel, Bankenwerte sehen in den USA. Und man geht dann wahrscheinlich, so meine Vermutung, raus aus den Tech-Werten. Man geht aber auch heute raus aus dem Dow Jones, den wir hier sehen, weil Boeing unter Druck ist. Da will die gibt es eine Untersuchung jetzt, wie heute bekannt wurde, dass möglicherweise Boeing-Angestellte die Flugaufsicht getäuscht hätten, absichtlich getäuscht hätten und bestimmte Dinge falsch dargestellt hätten. Deswegen der Boeing-Kurs über 3% im Minus heute. Und Boeing ist ein Schwergewicht im Dow Jones, deswegen hier die Schwäche. Wir sehen den S&P 500, der sich jetzt doch ein Stück weit entfernt hat wieder von der 3000er-Marke. Was macht der DAX aus der ganzen Story? Der ist bei 12.624. Wir sehen Euro-Dollar bei 1,1157 geht weiter. Das ist eben auch sozusagen das, was jetzt passieren dürfte. Dollarschwäche. Wir haben jahrelang Dollarstärke gesehen. Jetzt heißt es raus aus dem Dollar. Jetzt heißt das plötzlich, Mensch, die Geschichte in den USA, die wird uns ein bisschen zu kritisch vielleicht. Wir sehen ja, dass die Renditen auch für länger laufende Anleihen in den USA tendenziell steigen. Alles geht rein in die kürzeren Laufzeiten. Da fallen die Renditen teilweise. Dadurch versteilt sich die Zinskurve. Das ist nicht gut alles für den Dollar. Wir sehen, dass hier Gold wenig bewegt ist, 1491. Wir sehen den Ölpreis bei 53,60 Dollar. Und wir sehen abschließend noch das britische Pound, das wir hier haben mit 1,02905. Wenn es zu einer weiteren Verschiebung des Brexit kommt durch dieses Letwin Amendment, dann könnte das auch wiederum Pfund positiv sein. Das Pfund war ja praktisch die meistgeschortete Währung lange von Hedgefonds etc. Und da haben einige auf die Mütze gekriegt, die lange vielleicht gute Gewinne eingefahren haben. Aber das Pfund ist von 1,22 jetzt auf zwischenzeitlich fast 1,30 gestiegen. Das hat wehgetan. Wir werden mal sehen, was mit der Abstimmung passiert am Samstag. Ob sie meaningful ist oder meaningless ist. Was da der Fall ist, das wird sicherlich spannend werden zu beobachten. Ich wünsche jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns dann in aller Frische am Montag mit spannenden neuen Finanzthemen, meine Damen und Herren. Servus und ciao.